Servus und herzlich willkommen zu Gut Leben. Heute geht es bei uns ums Computerlatein. Wir machen Sie also heute PC-fit. Wenn Sie auch zum Club der Computerlateiner gehören, dann sind die nächsten Minuten sicherlich interessant für Sie. Heute geht es bei uns nämlich ums Computerlatein und deswegen haben wir einen Experten hier eingeladen, nämlich Wolfgang Heim. Er ist Geschäftsinhaber von CAC Computer. Hallo, Herr Heim. Hallo. Es gibt da so viele unterschiedliche Begriffe für Computer und die ganze Software und sonstige Sachen. Wie kann man sich denn überhaupt als Computerlaie so ein Basiswissen aneignen? Das Basiswissen aneignen ist die allerbeste Möglichkeit, einfach Internet einsteigen, auf einer Suchmaschine den jeweiligen Begriff, den ich halt gerade brauche, eingeben und mit dem Wort vielleicht Erklärung oder dazu schreiben und schon habe ich eine Palette an Erklärungen. Mhm. Ist natürlich ein bisschen mühselig, aber ist sicherlich die beste Alternative, um an Wissen ranzukommen, die einfach salopp gesagt nichts kostet. Also so richtig Schritt für Schritt. Schritt für Schritt, Step by Step und fertig. Das ist noch immer die beste Möglichkeit. Genau, und ein paar Begriffe werden wir ja gleich mit Ihnen abklären. Ja. Vorab wollten wir aber von Ihnen wissen, was verbirgt sich denn hinter dem Namen Intel Core und DDR3 RAM? Intel Core? Das kommt irgendwie bekannt vor. Keine Ahnung. Was ist das für eine Sprache? Ist das Spanisch? Nein, oder? Ich denke irgendwie an die Polizei, also eine Abkürzung, aber es wird sicher nichts sein. Eine Firma? Oder ein Hotel? DDR3-RAM. DDR hat irgendwas mit Deutschland zu tun. Medikament oder was? Vielleicht ist irgendwas Geheimes. Ich habe keine Ahnung. Ich schätze, das hat was mit Computern zu tun. Wahrscheinlich RAM-Speicher zum Dazukaufen vielleicht. Da waren jetzt sehr interessante Meldungen. Spanisch war es. Klingt gut, interessant, aber es ist nicht eine Hotelgruppe und ich weiß nicht was alles. Was ist es denn genau? Also Intel Core ist natürlich Prozessor und DDR3 hat mit Arbeitsspeicher zu tun und das ist ein Arbeitsspeichermodul für einen PC oder für ein Notebook. Mhm. Muss man das eigentlich so genau wissen, oder? Wäre nicht schlecht, wenn man es weiß, aber nicht unbedingt markant wichtig. Mhm. Ich habe jetzt für Sie eine Liste. Also nehmen wir an, ich besorge mir jetzt ein Notebook irgendeiner speziellen Firma. Da bin ich natürlich mit extrem vielen Beschreibungen konfrontiert, als Laie vor allem. Ja. Was ist jetzt zum Beispiel der Prozessortyp? Der Prozessortyp ist Intel oder AMD. Mhm. Ist halt auch ein Faible wie Mercedes oder BMW, je nachdem, was man sich halt vorstellt. Das ist auch nicht so wichtig, was für eine Möglichkeit, dass man haben will. Manche tendieren zum Intel, manche zum AMD. Das ist Faible. Aber für normalen Menschen ist das jetzt nicht so rasend wichtig. Auch nicht wichtig. Mhm. Was ist mit der Prozessor-Taktfrequenz? Was ist das? Taktfrequenz ist einfach die Geschwindigkeit des Prozessors. Ist auch, sag ich mal, für einen Otto-Normalverbrauch nicht unbedingt sehr wichtig. Mhm. Wichtig wird es dann für Leute, die eben Fotobearbeitung, Videobearbeitung machen damit oder gamen wollen damit. Da ist es halt markant wichtig. Mhm. Wie sieht es aus mit Arbeitsspeicher und RAM-Typ? Arbeitsspeicher, RAM-Typ. RAM-Typ ist natürlich klar, wenn ein Notebook mit DDR2 versehen ist, ist geringer als wie DDR3. Das sagt einem schon die Logik. Und Prozessor, ist auch nicht so markant. Mhm. Okay, dann habe ich hier Anzahl Firewire-Schnittstellen. Anzahl Firewire-Schnittstellen, das ist eine erweiterte Schnittstelle, die einfach so wie USB-Schnittstelle halt ist. Ist halt Firewire noch um einen Tick schneller und besser. Muss mich der Grafikspeicher interessieren? Wie gesagt, wenn Sie Gamer oder Grafiker sind, ja. Oder Foto bearbeiten wollen, ja. Andernfalls, sag mal, Hausnummer 3 GB reicht völlig. Oder 4. Wie sieht es dann aus mit integriertem LAN und WLAN? Wo ist da der Unterschied auch? Integrierter LAN ist halt einfach mit Kabel und WLAN ist halt Wireless LAN. Ist auch nicht so wichtig, muss man auch nicht wissen. Ist eigentlich schon Standard dabei. Also. Okay. Das finde ich nicht uninteressant, DVD-Brenner. Da steht daneben DVD plus minus RW. Was bedeutet das? Plus minus RW, das sind einfach unterschiedliche Formate. Da gibt es Plus-Rohlinge und Minus-Rohlinge und genauso auch Plus-Minus-Rohlinge. Okay, also, was heißt das genau? Das Plus-Minus, das ist einfach eine Bezeichnung dafür. Und wenn ich natürlich einen Brenner habe, der nur Plus brennen kann und ich kaufe mir Minus-Rohlinge, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann wird es nicht funktionieren.
Ja, und beim Brenner, beim DVD-Brenner, die heißen eh schon Multiformat, also All-in-One-Combo-Laufwerk, meistens in die Notebooks. Und da steht immer Plus-Minus bereits drauf mit CD und DVD und RW, also RW wiederbeschreibbar, ne? Und so, also das ist halt auch schon Standard mittlerweile. Okay, jetzt haben wir eigentlich eher die unwichtigen Sachen. Wir stellen mir die Frage, was ist wichtig? Was ist wichtig? Wichtig an einem Notebook oder überhaupt an einem Computer ist halt einfach, dass man vielleicht hergeht und nicht immer gleich, wenn etwas nicht geht, das Gerät halt dann einfach entsorgt, sondern halt einfach vielleicht oder zu langsam ist, dass man es halt optimieren kann, dass man das weiß, dass man es schneller machen kann, entweder selber mit Tools oder halt einfach zu einem Fachmann kommen und sagen, meine Kiste ist schon so langsam, bitte etwas flotter machen. Das ist halt wichtig. Wie macht man es selber mit Tools? Ah, da gibt's die unterschiedlichsten Helferlein auch genauso im Internet zu finden, um im oder in PC-Zeitschriften nachzulesen. Da gibt's en masse an Tools, da kann man eigentlich jetzt gar nicht so im Detail ein Spezielles sagen, sonst wird man Werbung machen. Gut, dann wollen wir gar nicht, sondern nehmen wir auch gleich den ersten Anrufer, sollte ich eben eine Leitung haben. Hallo? Ja, hallo, da ist der Günther. Ich habe vor, mir einen Computer zu kaufen und in diverse Online-Shops ist das einfach sehr viel günstiger, aber ich möchte einfach nicht auf die Beratung verzichten. Und gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich mich als Laie irgendwie informiere, also anders als in einem Computerladen? Wie sieht das da aus, wenn man sich als Laie informieren möchte? Als Laie im Computerladen, naja, es wär halt schon gut, wenn man sich vorher informiert. Beim Fachmann zu informieren, denke ich mal, ist immer sehr sinnvoll. Andernfalls muss man die Erfahrungen halt alles selber machen. Ne? Als Fachmann habe ich halt einfach die Erfahrung, ich baue ja die Systeme zusammen. Ich sehe, was passt wo gut zusammen. Ich habe auch natürlich viel Hintergrundinformationen, auch von seitens der Reklamationen her, von den Herstellern. Ne? Wie reagieren die? Sind die schnell? Sind die mühselig? Auch wie wird da umgegangen halt generell? Ne? Also gewisse Produkte verkaufe ich persönlich als Prinzip schon nicht, weil halt einfach davon seitens der Hersteller die wollen nur verkaufen, aber keinen Support leisten. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Frage. Wie wichtig ist es, dass man mit der Software, mit dem Computer immer am allerletzten Stand ist? Markant wichtig. Softwaretechnisch natürlich nicht umsonst gibt es Updates. Ja? Das heißt es ja eigentlich schon das Wort. Ne? Und man sollte halt auch aktuell sein. Ne? Und ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Windows-Updates und die neuesten Versionen halt auch vom Adobe Reader und so Sachen. Also das ist halt ganz markant wichtig. Okay, super. Ja. Vielen Dank, Herr Heim, dass Sie da waren. Gerne.